Willkommen zu einer weiteren Folge von Rainbow Six Siege, also auf Anfang. Wir sind unterwegs auf Kanal im Modus Bombe. Ja, wieso nicht? Bombe habe ich schon sehr lange nicht mehr gespielt, also wirklich ewig nicht mehr. Und ja, ich kenne auch gar keine Bombenspots. Okay, doch, den kenne ich hier. Hier. Drohne hat eine Bombe Nein, lokalisiert. meine Bombe. Ey. Also ja, auf Kanal unterwegs. Ich bin aktuell Noch 10 Sekunden. Level was? Level 15, ne? Soweit ich Bescheid weiß. 5 Sekunden. Ja. Folgt mich jetzt, der Penner. Der Ja. Bunker ist jetzt gesichert. Gelangt zu der Bombe und Lol. entschärft sie. Halte Lol, was Kontakt für ein zur Hauptstadt. Drohnengeier. So, aufpassen. Keiner bitcht. Dann ist ja alles gut. Gut gemacht, Ash. So. Schreck mich nicht so, Teammate. So. Wo ist diese Cam nochmal hier? Die. Ah, hier, okay, ist schon kaputt. Ah, nein, das wollte ich nicht. Ja, okay, doch. Ich möchte auf die Seite hier. So. Also ja, ich habe jetzt auch vor der Runde einmal die Levels alle gecheckt. Ach, das ist eine Etage drüber. Stimmt. Das sind ja Kartenbüro. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Was ist denn hier los? Warum ist hier so ein fettes Loch? Hat er die schon? Jawohl. Nein. So, nochmal gucken, ob oben jemand. Ey. Wird schon keiner sein. Vom eigenen Was? Lol. Ey, wie random der mir einen Header gibt. Oh, der hat noch jemanden Aufsatz. Oh mein Gott, welches Level ist der überhaupt? Level 14, lol. Der ist sogar unter mir. Von Level. Okay, natürlich, ich bin auf dem Hauptaccount Level 119. Ja, 119 wird schon passen. Kapkan. Wieso nicht? Also ja. Natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, aber mein Team, ich habe die Level vorhin gecheckt, die sind da so zwischen Level 30 und Level 80, deswegen erwarte ich schon was. Ich guck mal bei denen so nach, so Level 85, Level 76, Level 14, Level 26 und Level 55, okay. Aber wir sind, nee, wir sind oben. Hier muss aufgemacht werden. So. Ja, da muss eigentlich. Ach man. Warte, ich weiß nicht, ach so, natürlich hier die Wand. Natürlich muss die Wand hier gemacht werden, ey. Sonst kommt keiner auf die Idee. 10 Sekunden noch. So, weil auf der Map. Ah, bei Bombe. Ich weiß ja die Bombenspots nicht so 5 gut. Sekunden. So, hier muss natürlich auch verstärkt werden. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Bombe vom Gegner entdeckt. So. Jene Trap. Mal hier. Da gehe ich mal Richtung Raum wieder. Weil ich hab ganz keinen Wurm. Warum ist der Dropper verstärkt? Lol.
Der kommt von da. Geh weg. Lol. Bitchen. Nee, das war. Ach, jetzt aber verstärken, lol. Please. Jetzt kam auf die grandiose Idee zu verstärken. Also, tut mir jetzt heute das Video eventuell ein bisschen später kommt. Es hat einen einfachen Grund, dass ich ein bisschen sehr spät nach Hause kam. Deswegen, dass ich es schnell aufnehmen und hochladen möchte, lol. Ich chill einfach. Soll ich einen Jäger? Lol, da setzt sich einer rein. GG. Wo war das? Leider sieht man seine Kapkampf halt nicht. Also sieht halt nicht, von wo die kommen. LOL. Ach, der Doc ist auch noch da, please. Ich dachte, es wären 2 gegen 1. Ich weiß halt nicht, von wo er kommt. So. Wäre jetzt natürlich nice, wenn er in die Kapkampf halt treten würde. Ich höre ihn hinten rumrennen. Was? Der Bandit hat den Kill bekommen. LOL, wie ich ihn downschieße. Anscheinend habe ich ihn nicht mal getroffen, weil ich keinen Assist bekommen habe. LOL, der Bandit hat einfach den Kill bekommen. Oh mein Gott. So, ich nehme wieder Twitch, weil ich muss 3 Runden als GGN gewinnen. Und ich weiß nicht gewinnen, aber ich muss halt spielen. Für eine Challenge. Es gibt auch eine Challenge mit Terroristenjagd, die mache ich außerhalb der Aufnahme. Und dann nächste Folge können wir uns eventuell dann Operator holen. Also das war eine gute Runde. Oh, ich lese gerade, jetzt offiziell bestätigt worden, dass die Battlefront 2 Beta bis zum 11. verschoben wurde. Ja, ich glaube, ich werde mal so ein Fazitvideo machen, wo ich ein bisschen Gameplay und so sammle. Oder vielleicht auch Live-Gameplay einfach mache und dann kleine Cuts zeige. Halt einfach zum Spiel, wie zur Beta, zur Battlefront 2 Beta. Ich weiß nicht, ob ihr sowas überhaupt sehen wollt, weil Battlefront 2 habe ich sogar ein bisschen besser erwartet, sogar über GTA-Niveau, über GTA-Rainbow-Niveau, aber es war so ganz solide, sage ich jetzt mal. Also ich vergleiche natürlich jetzt, ich gucke eigentlich nie auf die Likes oder sowas, weil es einfach immer die Standardleute sind, die das machen, ne? Das muss man halt einfach jetzt sagen an der Stelle. Ich gucke darauf nie, ich weiß auch noch nicht, weil ich schätze mal so Durchschnitt 10, knapp 10. Aber ja, man kann in Aufrufen sehr gut sehen halt, ne, was kommt gut an, was nicht. Natürlich ist oft nur ein Unterschied von 10 bis 20, aber es ist ein Unterschied, ob es bei, das muss man so sehen, ne. Man kann mehr Leute erreichen sozusagen damit. Ich versuche es jetzt irgendwie möglichst richtig zu sagen, aber wenn man halt so... Also ja, wenn eine Person, also, ich fange nochmal von, ey, so, ich fange nochmal von vorne an, ist halt so, dass, wenn ich ein Video mache, zum Beispiel jetzt ganz, mir habe ich es auch so ein bisschen jetzt eingestellt, wenn das nur 10 Aufrufe bekommt, wobei ein GTA-Video zum Beispiel 70 bringt, muss es ja nicht auf die Klicks ankommen, die das Video macht, also dass das Video schön Klicks macht und so.
die Zahlen, sondern halt, dass das Person, also dass halt mehr Personen einfach den Content gucken. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt möglichst verständlich gemacht habe. Also, ne, weil wieso soll ich ein Video machen für 10 Leute? Natürlich kommt es jetzt auf den Spaß an. Ich mache jetzt nicht alles für Klicks oder sowas. Aber wieso sollte ich ein Video für 10 Leute machen, wenn ich auch ein Video für 50 oder 70 machen kann? Ne, so ein kleiner Hintergedanke. Lol. Positionsgefährdet. Position gefährdet. Nein, positionsgefährdet, lieber Rekrut. Aua! Ey! Wer hat mich gerade abgeworfen? Ich wurde gerade auf 7 AP gedownt. Alter, warum wurde ich auf 7 AP gedownt? Also von wem besser gesagt? Kann sein, dass die IQ eine Granate geworfen hat. Halte ich sogar für realistisch. Die haben ja, ich habe auch alles aufgesprengt. Aber keine Geräte zum kaputt machen. Der Schaffer ist nicht länger in deinem Besitz. Ey. Ja, 7 AP, ein Schuss, ich bin down. Ey, nimm doch den Entschärfer. Nicht bei mir. Was? Lol. Lol, ey. Please, die habe ich doch bekommen. Und die T-Bag. Oh mein Gott. Ja, ich war 7 AP Einschuss bei Don, ey. Und die droht. Warum droht die da? Oh mein Gott. Bitte. Bitte erlöse mich, Herr. Herr Rainbow Gott. Schade, Kap ganz jetzt weg. Ey, das kann ich was, habe ich immer einen Rotpunkt drauf. Ja. Ich spiele ich lieber Mute. Ich habe es mir so abgewöhnt, jetzt diesen mit Rotpunkt zu spielen. Dass ich jetzt halt immer Rudo spiele bei Dings, bei der OMP. Ey, das kann einfach nicht wahr sein, ey. Bitte. Warum habe ich so ein Teammate? Weißt du, ich wurde auf 7 HP gedownt. Ich glaube von der Granate von der IQ sogar. Bin mir natürlich da nicht sicher, weil eine Kontaktgranate macht, glaube ich, nicht so viel Schaden. So, da muss aufgemacht werden. Ich weiß nicht, ob sie es checken. Ich werde das auf keinen Fall dafür mein Nitro-Handy opfern. Aber naja, Bombe ist nicht so mein Modus. Ich möchte ihn mehr spielen. Genauso wie Geisel jetzt eher nicht, aber Bombe ist ein Modus, den würde ich gerne mehr spielen. Weil es ja kein schlechter Modus ist, meiner Meinung nach. Ich finde Bombe noch ganz geil. So. Hier die Wand-Jam. Hier die Wand-Jam. Ja, wir haben Bandit, aber juckt mich nicht. Leute, da muss aufgemacht werden. Ah, warum versteht. Warum macht er dazu? Das tut mir irgendwo weh. Oh mein Gott, nee, ist erst die Request. Mann, mein Team ist über mir von Level her.
da, oder zumindest der Ash kommt von da. Mir gerade die Nase kratzen. Muss mir immer auch kratzen. Einen Moment. Ah, erstmal Nase kratzen. Weißt du, genau in dem Moment kommt der Bug einfach. Please. Dankeschön, Team. Ey, das kann nicht wahr sein. Ach, dass ich das Edge nicht bekommen habe. Also, die Waffe macht sehr wenig Schaden, muss ich jetzt sagen. Ja, 4 HP. 4 HP. Oh mein Gott, war das eine scheiß Runde. Oh mein Gott. Ich schäme mich für mein Team. Ne, was heißt ich schäme? Also, ja, was ist das? Was ist los? Alter, das Team. Ah, das Team. Sollte doch Ahnung vom Spiel haben, ey. 5 Kills, ich hab ein Ace, ganz ehrlich. Nein. Aber ja, mal sehen, wie viel Ansehen ich jetzt überhaupt habe. So, 900 Ansehen, okay. Also, ja, ich werde jetzt diese ganzen Challenges und so jetzt außerhalb der Aufnahme selber machen. Ich will kein neues Spiel starten. Ja, ah, komm schon. Also ja, ich werde jetzt das außerhalb der Aufnahmen. Ich bin so, so unfähig manchmal. So, ja. Das werde ich alles dann machen. Außerhalb der Aufnahme bzw. im nächsten Part. Und dann holen wir es im nächsten Part einen neuen Operator. Wer es sein wird, weiß ich nicht. Ich möchte an sich Firmite, weil ich sehr gut mit Firmite spielen kann, der auch stark ist. Ja, doch, Firmite ist realistisch. Naja, das war's dann aber jetzt für den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch jetzt noch allen einen wundervollen Tag, Abend besser gesagt. Naja, bis dann, tschüss.